Ja, wir melden uns mal wieder mit einem kleinen Update zu einer vergangenen Folge. Und zwar geht es dieses Mal um die Folge zur Freien Linken. Das war die Folge 12, ist jetzt auch schon mittlerweile über ein halbes Jahr her, dass wir darüber gesprochen haben. Die Freie Linke Folge wird auch immer noch von, ja, eher so maßnahmenkritischen Corona-Leugner-Milieu. Das erste ist die Eigenbezeichnung, das zweite wird jetzt eher die Fremdbezeichnung, weiterhin geklickt. Und damals war die Folge natürlich auch nur eine Momentaufnahme von dem, wie es damals eben war. Und jetzt gab es eine weitere Entwicklung. Und das Spannende ist also, dass wir damals ja eine Menge von Grundannahmen hatten, wie wir die Freie Linke sehen und wie wir sie betrachten, was wir an ihr kritisieren. Und mittlerweile kam es eben in dieser neuen Entwicklung zu einer Spaltung von der Freien Linken. Und daraus ist jetzt die Freie Linke Zukunft geboren. Und das ist dann doch eine sehr spannende Entwicklung, denn es ist ja tatsächlich so, dass wir von vornherein gesagt haben, dass einer unserer Kritikpunkte ist, dass ja Leute akzeptiert werden, die eben dieses links, rechts, Mitte, mir egal beinhalten, genauso wie Leute, die auch einfach sagen, ich bin rechts, dass man da eben dann probiert, diese Leute auch irgendwie mitzuziehen. Und das haben wir von vornherein ja kritisiert und das ist jetzt auch tatsächlich einer der Hauptgründe, warum es diese Spaltung letztendlich gab. Was natürlich dann auch eine Bestätigung von unserer Analyse damals von der Freien Linken in dem Fall ist. Natürlich ist es nur so, dass das ein Punkt ist, den man kritisieren kann. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge weitere und was jetzt genau daraus wird, das muss man also absehen. Trotzdem finde ich es wichtig, das einmal anzuerkennen, dass es diese Entwicklung gab, dass es zumindest in diesem Punkt jetzt diese Spaltung gab, wo die Leute wirklich sagen, okay, wir wollen uns abgrenzen von diesem links, rechts, Mitte, mir egal und den rechten Tendenzen, die es in der Organisation oder in dieser Strömung, die sie da aufgemacht haben, letztendlich gab. Und das finde ich also auf jeden Fall erstmal eine wirklich gute Sache. Auch wenn man natürlich, wenn man jetzt auf diese Webseite draufschaut von dieser neu gegründeten Initiative, direkt einem 100 Sachen auffallen, die man dann wiederum natürlich in Grund und Boden kritisieren müsste. Nur als ein Beispiel, die haben dann ihre Webseite gehostet bei einem, also eine russische Webseite gehostet mit .ru und sie schreiben dann dazu, warum sie das eben machen und dass das jetzt kein Zeichen dafür sei, dass man jetzt für oder gegen die Politik Russland sei. Ja, toll, ganz toll. So, wenn eine linke Organisation es halt nicht schafft, sich klar und deutlich gegen die russische Politik so zu positionieren, was ist sie dann wert letztendlich, ne? Da kann man ja auch vielleicht mal fragen, warum sie sich bewusst für eine russische Domain entschieden haben. Ja, dennoch denke ich, dass dadurch, dass es jetzt diese Abgrenzung gibt, wird es, denke ich, ein größeres Potenzial wieder von dieser Organisation geben, weil eine Organisation innerhalb dieses Querdenkenspektrums, die bewusst sagt, wir sind links und dazu auch wirklich steht, sag ich mal, und nicht einfach alles mitnimmt, was so mitschwimmt, so querfrontmäßig, die hat auch schon das Potenzial, denke ich, wieder mehr an Relevanz zu gewinnen. Das hängt aber natürlich auch davon ab, ob diese Querdenkenbewegung nochmal wirklich an Fahrt aufnimmt, weil das dümpelt ja auch eher vor sich hin. In dem Sinne bleibt das einfach weiter zu beobachten. Wir sind jetzt nicht irgendwie total Fan von der Freien Linken geworden, wie ihr schon gemerkt habt, aber beachtet das vielleicht, wenn ihr zukünftig auf die Freie Linke trefft auf der Straße. Bedenkt das einfach, dass es diese Entwicklung gab und dass die Leute einen ernsthaften Versuch unternehmen, sich eben von rechten Tendenzen zu distanzieren. Und das sollte man zumindest anerkennen. Ohne eine harte Kritik an der Sache weiterhin muss natürlich aufrechterhalten werden. Und in dem Sinne, ja, kleiner Eindruck. Ich poste euch auch nochmal dazu den Link zu der Webseite von den Leuten. Und mich würde natürlich dann auch interessieren, wie seht ihr das? Wie seht ihr jetzt die Freie Linke Zukunft auf Grundlage dieser Entwicklung? Verändert das für euch irgendwas oder ist das weiterhin genauso ja, kritikwürdig für euch? Und das würde uns interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Auf bald, Glück auf.